natürlich auch anderen Branchen Perspektiven geben sollten. Und deshalb werden die zuständigen Fachministerkonferenzen beauftragt, bis zu der Konferenz, die auf den 6. Mai folgt, da haben wir das Datum noch nicht genau festgelegt, dann auch Perspektiven und Rahmenbedingungen für die schrittweise Öffnung von Gastronomie und Tourismusangeboten und für die weiteren Kultureinrichtungen vorzubereiten. Immer vorausgesetzt natürlich, dass das Infektionsgeschehen das zulässt. Wir haben heute die Arbeitslosenzahlen gehört und die Zahl der Menschen, die in Kurzarbeit sind. Wir wissen, dass es tief gehen wird.